Hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei Tower of Fantasy. Wir haben gestern Level 100 erreicht, haben weiter an der Story von Asperia weitergearbeitet. Müsste Leute feststellen, dass die übelst langweilig ist. Warte. Ich denke, die wäre nicht jetzt so langweilig, hätten wir die anderen Missionen vorher gemacht. Also zuerst Asperia und dann die anderen. Gut, es ist so, wie es ist. Wir wollen alle Questen durchschreiben, also müssen wir auch diese alle machen. Das heißt, es ist ein Reset, genau. Ja, moin. Scheiße, wo bin ich denn hin? Hey, muss ich. Moin. Na, wie geht's? War ganz gut, und dir? Gemütlich. Ich bin gerade ein bisschen Quest. Heute ist wieder Reset. Ich weiß nicht,
Jo. Hast du das gesehen, was ich dir geschickt habe auf TikTok mit Wedding Wave? So haben sie sich einfach den ganzen Times Square gemietet. Ah, das hatte ich schon mal gesehen. Im Discord wurde eine Nachricht reingeschickt, ja. Falls du das gesehen hast, ich weiß es nicht. Ich würde gerne wissen, was man dafür zahlt, für den auf dem ganzen Times Square seine Werbung laufen zu lassen. Oh, die haben locker 1 Million bezahlt für alles. Ich glaube, die haben jetzt die 30 Millionen geknackt, oder nicht? Ja, haben sie schon, ja. Gestern Abend noch geguckt, da war es noch nicht viel. Oh, na gut. Es kostet ein Bildschirm und die kommt darauf an, wie die Größe, bis zu 50.000. Also die haben locker 500.000 ausgegeben für alle. Aber ich weiß halt nicht, wie, ob es auch wegen der Zeit halt. Ja, die Uhrzeit wird dann noch zusätzlich kosten, wie lange es dauert. Genau. Also ich denke, die haben auf jeden Fall ein paar tausend ausgegeben. Ich weiß noch, wo damals Star Rail angekündigt wurde, hatten die auf den Times Square einfach mal eine Replika vom Zug hingestellt. Das habe ich nicht gesehen. Was ich mitbekommen ist, dass der Demon Slayer Hype wieder da ist. Okay. Der Demon Slayer jetzt wieder da ist. Okay. Wie viele Folgen hast du noch vor dir? Ich bin jetzt bei der Folge. Thank you.
Vielleicht bin ich wieder da. Okay, so. Machen wir mal weiter. Ja, natürlich laufe ich den falschen Weg hier wieder in die Kiste.
Ja, moin! Ja, was läuft bei Tower Fantasy momentan? Ist ja Reset von den Weeklies. Mache ich jetzt mal eure Weeklies für den Battle Pass auch. Ja, danach hat man ja momentan ja das Event. Sonst gibt es jetzt nicht viel Neues. Ach ja, beim Update 3.8 kam ein neuer Teil der Hauptstory. Thank you.
Okay, ich morgen erst.
Matrizen fertig. Stufe 100. Gefällt mir noch. Hochgeschwindigkeitsübertragung brauche ich. Christian Verwaltung. Thank you.
Dann die Euphorie im Körper mal hoch. Yeah.
Okay. Das, was ich kann. Okay. Zweimal. Hui. Doch ist die, wenn ich. Die Sache ist die, ich muss die noch einmal ziehen. Einmal. Wo ich noch nicht habe. Danach, wenn ich auf die 80 gehe, könnte ich mir hier die letzte, die dritte holen, und mit der 50er könnte ich mir die letzte holen, dann hätte ich. Wie lange ist sie noch da überhaupt? Ist nur 14 Tage.国脈のご意志は陰陽のごとく相半ばする。
Ah nein, ich habe ein Fragment.
Weil 2 bringt mir mehr. Natürlich könnte ich sie auch komplett.
schläft. これも想定のうちです。
え、よく調べてみましょう。 これも想定のうちです。 万物を制す。 黒つけるといたします。 Hallo? Hi! Moin, sorry, hat ein bisschen lang gedauert. Oh, ich sehe gerade, dass man Pizzen 2 SSR bekommen. Gönn dir? Ja, und ich hab den Charakter gesehen. Oh, nice. Early. Beim 20. Cool. Ich sehe gerade, Erik hat in den Chat geschrieben, hast du ihn geantwortet? Ich hab ihn geantwortet. Krass, dass sie gerade. Ich hab die ihre Gotter jetzt mal auf 100 gemacht. Nice. Naja, ich hab mir gerade das iPad Pro vorbestellt. Mit 500 GB, also mehr als genug. Das hat mich jetzt mal arm gemacht. Und wird mich auch noch mehr arm machen. Okay. Also es ist so, dass der reguläre Basic Damage bei dir berechnet wird anhand von deinen Flammen oder physischen Waffen, die du hast. Okay. Dafür eigentlich ist es ideal für mein Team, da ich ja beides habe. Mal bei ja, sie harmonisiert super mit der Asuka-Lanze, weil ich die auf C6 habe und sie profitiert anhand von deren Fähigkeit.
Ach nee, 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 nee. Jetzt ruft mich Erik an, obwohl er in diesem Discord-Server ist und einfach beitreten könnte. Ich mach gerade das größte Schmutzrätsel ever. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Oh nee, ich kann mich noch an diesen Scheiß erinnern. Ich weiß auch nicht mehr, wie das funktioniert. Oh nee. Nee, nee, nee. Nein. Da ist ein Ding, also ich fühle so, als ob das so in diesem Satz erklären könnte, was da abgeht. Das ist ja, das ist schon heftig, was da abgeht. Also, kurze Erklärung, Reef und Mauki haben halt ausgepackt über Anise Duck, ja, es ging halt darum, dass Annie ihre Katzenfutter scheiße behandelt hat und scheiße die Kopie, weil generell scheiße zu behandeln. Dann auch den Mitarbeiter kacke behandelt hat, eigentlich zu dem scheiße, weil über ihre Mitarbeiter gesagt hat, ja, ich habe keine Bock auf zu ihren YouTube-Freunden gesagt hat, ja, ich habe keine Bock auf meine scheiß schwitzigen Fans und so, weil. Ich hab da nur ein bisschen was mitbekommen. Aufgenommen und ich sag mir einfach, irgendwo ist aber auch eine Schreckkammer. Warum weiß jeder Bescheid außer ich? Es ist ja, ich hab nur was mitbekommen, dass da irgendwas passiert ist. Ich weiß halt nur nicht genau, was passiert ist. Ich hab nur mal irgendwie gesehen, jetzt kommt das wahre Gesicht irgendwie vor und sonst ziemlich scheiße, aber ich hab mich nicht damit beschäftigt. Warte, ich bin nicht in der Schule, kurz zu trinken, sonst. So, bin wir dann. Ey, ich war ja das auch mit Segel. Und es kam sogar der Vorschlag, ob wir uns auf eine Watchparty machen wollen und Beamer aufbauen und uns dann an diese DAX-Regeln führen und der Bingo nebenbei spielen, was sie so sagt. Okay. War eine lustige Idee. Ja, ich bin froh, dass ich es nicht getan habe, weil, wie ich in der Reaktion von Rezo gesehen habe, das Statement, naja, sie hat mehr über ihre Katzen gesprochen als über die ganzen anderen Anschuldigungen, aber ja. Die Entschuldigung war richtig lame. Ja, die war richtig, richtig lame. Also, von, ich glaube, eine Stunde 20 oder so Statement war über die Hälfte allein nur für die Katzen. Obwohl sie immer nur, oder hat sie ja nicht quasi nur dasselbe gesagt. Und beim Rest bei Inshallah, einfach der Schlaue. Ich hab mir gerade mein Rätsel gelöst, deswegen. Ich gucke nicht mehr zu. Und, ich verstehe dieses Rätsel nicht, aber ja. Ich habe es schon einmal durchgehabt. Weiß nicht, warum ich mir das nochmal gebe. Ja, Mauki meinte halt, sie sei richtig glücklich und so jetzt auf einem Bus zu sein. Wer ist Mauki eigentlich? Das ist die damalige. Das ist Tima oder was? Genau, das war damalige in Anführungszeichen beste Freundin. Die war sehr glücklich, weil sie jetzt keinen Kontakt mehr mit Annie hat, weil das für sie wohl eine sehr, sehr schlimme Zeit war. Und Annie hat so das so ein bisschen dargestellt, als wäre das so die beste Zeit des Lebens gewesen und war doch alles super und fein und so. Und ja, es war schon
schwierig. Ich formuliere es mal so. Okay, wird ganz komisch. Ja, die Bonte meinte auch schon, es sind schon leicht narzisstische Züge, die er da erkennt, aber. Gut. Dreiundzwanzigster, ne? Ist es. Der Tag der Erlösung. Für Waves. Ja, ich weiß. Tag der Erlösung, Digga. Du tust halt wirklich immer noch so, Digga, als würdest du über ein Jahr auf das Spiel warten. Nee, aber ich bin gehypt. Ja, ich warte seit über ein Jahr auf das Scheißspiel. Tja. Wir haben, by the way, den fucking Timescore einfach aufgekauft. Hast du das gesehen? Nee. Wir haben auch den Timescore aufgekauft. Geil. Nur für Werbung. Und die haben gefühlt jeden Bildschirm da gehabt. Ich glaube echt, dass Genshin aktuell echt Eier flattern hat. Weil erst kam Toph und jetzt kommt auch noch Wave, Digga. Toph hat Genshin gar nicht gejuckt, um ehrlich zu sein. Nee. Ja? Um ehrlich zu sein, Genshin hat schon ein bisschen Schiss vor Ring Raves, das merkt man auch. Ja. Aber man muss auch eins lassen, Genshin verbessert sich gerade demenz. Also das, was ich alles sehe, das ist nicht mehr normal. Ich habe schon das neue Update von Genshin gesehen, die Primus-Belohnungen werden hochgehen, alles, ne? Die werden richtig durchziehen. Ja gut, jetzt wie sagt man so schön? Aber mal gucken, wie es wird. Ich bin immer noch der Meinung, dass Genshin trotzdem beliebter sein wird, aber Ring Waves trotzdem gut spielen wird. Ja, also sowieso miHoYo hat die größte Community, aber das kann sich aber noch ändern. Das kann sich ändern, ja. Wo ich dabei immer noch skeptisch bin, weil ja, Genshin ist schon eine Macht, würde ich sagen. Ja. Und das Problem ist halt bei miHoYo, die haben mehrere Games, die gut sind. Ja. Und sie legen. Ja, ich sag mal, Honkai. Du weißt Platz ja, 1 im 3. Juni kommt ja schon Zenless Zone Zero. Ja. Ja. Das wird dann sozusagen die Hauptkonkurrenz, die by the way sogar mehr Vorregistrierung hat als Wedding Waves, ne? Ja. Wobei mir aufgefallen ist, ich glaube, Wedding Waves hat die Vorregistrierung gefälscht, ne? Wie? Nichts Verwerfliches, das macht fast jeder. Und zwar ist mir aufgefallen, dass du deine die Vorregistrierung irgendwie, dass du dann so eine ID bekommst in der Art und das ist nach der Spieleranzahl. Und ich glaube wirklich, dass es an der Spieleranzahl liegt. Ich habe es noch nicht ganz überprüft. Aber das ist so, meine Vermutung ist, dass die Spieleranzahlen sogar gefaked sind. Die Vorregistrierungen. Wie viele Vorregistrierungen gab es denn schon? Jetzt sind es die 30 Millionen voll. Aber wenn ich mir jetzt einen neuen Account mache und der hat über die ID über 22 Millionen, dann wäre das schon ein bisschen komisch. Weil mein Kumpel, der hat sich nämlich eine ID gemacht, als es 25 Millionen Registrierungen gab und seine ID war 22 Millionen. Ich habe irgendwann bei 7 Millionen gemacht und meine ID war 5 Millionen. Also ich bin irgendwie ein bisschen skeptisch, dass die Zahlen echt sind. Hast du dich schon vorregistriert? Ja, ne? Du hast schon einen Account gemacht, oder? Ja. Ne, ich meine, du, bei dir weiß ich schon, ich meine Dings. Ja, Erik. Hab ich schon. Du hast auch schon, okay. Boah, die haben so krass die Zahlen gefällt. Nicht krass, also es gibt schon auf jeden Fall ein paar Millionen Spieler, die da sind, aber ich weiß halt nicht, ob die 30 Millionen echt sind. Also ich denke mal, wahrscheinlich so 20 Millionen, also über 20 Millionen sind auf jeden Fall echt, aber 30 Millionen weiß ich nicht. Da müsste ich, das könnte man ganz einfach testen, dass man schnell einen neuen Account macht. Ja, warte, ich mach mal kurz eben rein, da gucken wir mal. Okay, dann machen wir bitte das Stream an. Eine Sekunde, ich starte kurz. Okay, eine Seite fehlt mir noch und das bist. Ach, du da oben. Du da oben. Er ist aber ganz oben. Ah ja, dieses Rätsel. Ja, dieses Rätsel. Ich dachte die ganze Zeit, du guckst mir da, was ist die ganze Zeit Erik gewesen? Das war übelst dämlich. Das ist übel easy, wenn man das weiß. Also als ich das erste Mal gemacht habe, da war ich richtig verwirrt.
Okay, das ist nicht. Das ist ein Doppel-A, sag ich einfach mal. Also das hier. Also angeblich sind es jetzt gerade... komm, ich mach's Remandering jetzt schneller. Ja, übertragen. Ich habe schon geguckt, es sind angeblich gerade über 30 Millionen. Aber man muss sagen, Genshin hat auch die Spielerzahlen gefaked. Aber Genshin war aber auch damals definitiv nicht so bekannt wie heute. Also ich glaube, heute haben sie es nicht mehr nötig. Wir sind jetzt bei 30.519 Spielern. Lass mal irgendein Randomer kommen, irgendeine random E-Mail, juckt nicht. Gehst du noch frei? Na, die, okay. Nee, nicht, aber du hast doch iPhone, du kannst easy da einfach eine temporäre erstellen über iPhone. Ja, ich benutze einfach die iCloud. Ja, genau. Da, über iCloud kannst du ja temporäre E-Mails erstellen. Genau, deswegen. Das dauert ja nicht mal 5 Minuten, da eine zu erstellen. Eigentlich gesagt nicht mal 2 Minuten. Musst auf Dings gehen hier, auf, wie heißt das, alternative E-Mail oder so. Ja, warte kurz. Ja, gib es aber kurz rein. Okay. Ja. Heute Nachmittag habe ich mich begnügt, meine E-Mails von etwas zu leeren. Moment, Erik macht einfach Streamer-Sticker, weil er denkt, wir klauen seine E-Mail. Immer. Vor allem bei dir bin ich da mal ganz vorsichtig, du. Warum bei mir? Was soll ich machen? Spaß, alles gut. Naja, besser ist. So, jetzt habe ich das Rätsel fertig. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich machen soll. Was soll ich jetzt machen? Weißt du das, Bevono? Das gibt ja nicht mal mein Ziel. Zeug. Was? Das ist altes Zeug, das kann ich, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß es auch nicht mehr. Ich hab das vor Jahren gemacht. Ich hab doch eigentlich alles. Ja doch, ich hab alles. Was wollen die von mir? Hä? Das habe ich, das habe ich. Oh nee, sag jetzt nicht, die wollen, dass ich da runtergehe. Ja, dahin gehen. Glaube ich hab's. Perfekt. Nevermind, hab's. Ich glaube, das ist sogar die Mission. Oh. Ja, das, ich bin mir ziemlich sicher, das ist die Mission, wo man am Ende in so einem Raum ist, wo man jedes Mal durchlaufen tut. Dämonenbändiger? Fertig, Erik? Ja, ich melde mich gerade an, Sekunde, ne? So. Ja, schau mal deine ID, du bist 25 Millionen, war ja klar. Die Zahlen sind gefaked. Aber, wenn... Egal, das ist mir sowas von scheißegal. Ich nehm die 20 Pools mit. Deswegen, aber die Zahlen sind gefaked, what the fuck. Ich meine ja, wenn die Belohnung trotzdem drin ist, dann soll das nicht mein Stress sein, ganz ehrlich. Nehme ich mit. Das sind 4 Millionen sind fake. Egal. Nimm mit, was du kriegen kannst. Hier, sie werde ich auf sie werde ich auf jeden Fall hier nochmal. Digga, warum will jeder sie, Digga? Das ist so frech. Ja, das habe ich jetzt so gesagt, weil ich weiß nicht. Warte mal, wo ist sie? Hier, aber sie? Wenn du die Stärksten haben willst, das ist einmal der und diese Verina. Das sind die Stärksten. Calcharo und Verina, das sind die aktuell Stärksten. Calcharo ist ein DPS, das heißt, der geht nur auf Damage, Verina ist Support. Ich glaube, ich mache Verina, Digga. Verina ist... Das höre ich auch zum ersten Mal. Außer von Miko, die will Verina, weil die irgendwie immer kleine Charaktere nimmt.
Lollis. Ich finde ganz klar Kyle Charo am besten. Kyle Charo, ja, das Design ist geil. Das designtechnisch ist ja ganz cool, aber ich habe keinen Bock, Digga, wie jeder andere, ein scheiß Damage-Dealer zu sein. Da gehe ich lieber ein bisschen auf Support. Weil davon gibt es eh nicht so viele wie Damage-Dealer. Damage-Dealer gibt es die sonst am Merk, ist ja nicht. Deswegen ist es immer ganz gut, ein paar Supporter im Background zu haben. Und wenn ich dann halt dazugehöre, bin ich damit komplett fein. Naja, Verena und Kyle Charo in einem Team sollen richtig gut sein. Guck mal, dann kannst du ja hier sie nehmen. Wenn Beppo Bock hat, nimmt der Kyle Charo und ich nehme Verena. Na, Beppo, der will auch Jianxin hinnehmen. Ja? Ja. Ja. Deswegen sage ich ja, jeder will die. Ich will sie eigentlich nur, weil sie mich über an Kasu erinnert. Ja, ich will sie nicht. Ja, gerade hast du noch was anderes gesagt. Das war ein Joke, entspann dich mal. Ich hab dir auch schon, ich hab jetzt, wir schon das erste Mal drüber geredet haben, gesagt, entweder halt Encore oder halt Verena. Yang ist free, die kriegst du direkt am Anfang, ne? Unten, blauhaarig. Hä? Den krieg ich direkt? Ja, nicht blauhaarig, was laber ich, blau. Ja, die kriegst du kostenlos, Spicy ist auch kostenlos und Chixia ist auch kostenlos. Die bekommst du direkt am Anfang, nur wenn du ein bisschen Story spielst. Alle drei? Alle drei, ja. Finde ich gut. Und Sanua bekommt man im fünften Tag einloggen. Die sieht man da, glaube ich, gerade nicht. Geh mal auf die. Guck mal auf Wedding Waves da drauf. Wo? Da, ja. Genau. Welche Seite bist du gerade? Ich bin auf der offiziellen Seite. Genau, klick mal da drauf. Ja. Mach ich. Geht das nicht? Okay, dann geh nochmal einmal zurück. Zurück, in die andere Richtung. Das ist weiter vor. Egal, mach nochmal. Wo jetzt? Unten, da siehst du, welches du bist. Du gehst auf ersten. Geh mal aufs erste drauf. Achso. Ja, genau, du bist nicht auf der offiziellen Webseite. Da ist die offizielle. Oben. Du bist auf der Pre-Registration-Seite. Da kannst du nämlich, da siehst du nämlich nochmal ein paar andere Informationen. Ich find Cookie ist ein echt gut designter Charakter. Nervt mir irgendwie, dass sie Forster ist. Sieht echt gut aus. Dann geh mal auf Resonantos, das sind die Charaktere. Da kannst du nochmal ein bisschen mehr Informationen sehen. Da siehst du auch, wer Five Star und wer kein Five Star ist. Klick mal auf Five Star drauf. Also zum Beispiel diese Jameson. Der ist kein Five Star, das erkennst du am Hintergrund, ne? Ja, aber es ist mir egal, der sieht trotzdem gut aus. Den bekommst du auch relativ zeitnah früh, soweit ich weiß. Die ist, glaube ich, poolbar. Oh. Den weiß ich auch nicht. Junge. Das ist der Doc. Die kriegt man beim fünften Mal einloggen. Das ist mein aktueller Favorite. Aber am liebsten hätte ich Jinx hier, aber die gibt es irgendwie nicht. Was passiert jetzt? Oh, danke. Warum spiele ich den Main-Character jetzt? Frechheit. Warum ist der Popo nicht zensiert? Was soll denn das, Genshin, ne? Hallo? Hauptsache in Fontaine, aber hier nicht, oder was, ne? Ja, ja. Gibt eine Anzeige. Ich möchte nicht mit dir reden, ich will direkt rein. What the fuck? Eine Tür, ja. So, ja, also wen hab ich jetzt hier nochmal? Jason?
Was? Wen gab es jetzt hier für 500 Euro? Alle, die du da siehst, kriegst du for free. Alle, die ich da sehe? Jetzt nicht. Die gerade, die du vorher hattest. Nochmal weiter, nochmal weiter, nochmal weiter. Stopp. Stopp, du bist zu weit. Noch einmal. Genau, die vier kriegst du alle for free zu 100%. Die drei kriegst du allein durch Story und die andere kriegst du beim fünften Tag einloggen. Yeah, es wird auch, du wirst auf fünf kostenlose 5-Star-Waffen bekommen, nur wenn du Level 45 erreichst. Mhm. Ja. I guess das sind hier die Main Character. Ich habe den weiblichen genommen und ich weiß nicht, ob ich das bereuen soll. Ich hasse die Hose von der, das sieht so komisch aus. Ich finde die ist ganz okay. Wir sind ja, guck dir mal die Hose bitte genauer an. Ich fand die auch mega nice, aber dann habe ich die Hose gesehen. Digga, die ist einfach nicht über die Arschbacken. Ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben. Also Luna hat den männlichen Charakter genommen. Ah, ich weiß, was das ist. Kennst du, das ist so Normal Rock und das ist Safe Call nur auf der einen Seite. Weißt du nämlich, was das ist? Das ist, kennst du diese Bändchen, die manchmal getragen werden, damit eine Frau, weiß ich, frag mich nicht wieso, das soll irgendwie more sexy aussehen. Das ist, glaube ich, so ein Ding. Okay. Ich calle, müssen wir halt in-game gucken, aber ich glaube, sie hat das nur auf der linken Seite. Nee, die hat es auf beiden Seiten. Jetzt auf beiden Seiten? Ja, okay, dann ist Trash nämlich auch der Boy. Mal gucken, was haben wir denn noch so. Black. Das sind die Vereine dann. Also ist ein 4-Star, der sieht aber cool aus. Das ist zum Beispiel ein 5-Star, das erkennst du am Hintergrund. Die haben so ein Special im Hintergrund, die anderen nicht. Sie würde ich halt haben, ne? Sie ist so cool. Die ist echt cool. Sie ist Sigma. Sie werde ich, glaube ich. Nee, doch, ich werde sie am meisten. Sie, ja doch. Ich bleibe bei meiner Anfangsentscheidung. Sie ist die Beste. Die fängt an, Schafe zu zählen. Ist doch geil. Das ist Kaltscharum. Den ich am besten finde. Tao Chi, von der habe ich TikToks gesehen. Die hat absolut Jiggle Wiggle. Das ist kein Witz. Die haben die Physik bei der komplett schlimmer als ein Topf gemacht. Ja, hast du Dings gesehen? Die hat ja auch übelst Melonen. Und die wen? Er ist aber auch cool. Motelfi. Ich weiß nicht, wie man den bekommt. Der ist ein Pistol-Spieler. Ey, ich habe auch gehört, für die Level 45er Waffe sollen wir... Es gibt zwei Waffen, die soll man wählen. Das ist einmal eine Pistole, noch eine andere Waffe, weil das die einzigsten Waffen sind, wo du Crit-Dinger bekommst, ne? Crit-Sachen halt. Ich glaube, was hast du da gerade gesehen? Was für Solaris, Digga? Warst du gerade auf Welt? Funktion. Ja. Ich weiß auch schon über den Multiplayer Bescheid. Wird aber Level 25 freigeschaltet. Okay, also für bei Genshin. Genshin ist Level 15. Ja? Ja. Nee, Level 16 sogar. War das top. Ich habe im Kopf Level 25. Ja, gut, okay. Hast du Genshin? Ich hab Genshin. Ne, komm, lass spielen. Bin ich runtergeladen. Fuck you. Lad runter. Nee. Kein Platz. Hier, ich kann dir mal zeigen, was für mich gerade most important ist, eben. Ist. Wie bitte? Ich kann dir mal kurz zeigen, was für mich aktuell sehr krass hier. Er sagt kein Speicher, ja, sehe ich ja, warum. Ah, Sea of Thieves, okay. Genau. Also, das ist so, das ist ihr meistens Spiel, weil bestes Spiel. Ja. Hier, ich kenne auch ein bisschen, warum ich gerade Speicher habe. Ja. Ja, lösch irgendwas. Muss so viel drauf. Ich glaube, irgendwas ist zu finden. Ja,
mal gucken. Das sind halt hier alles im größten Teil sehr kleinlastige Gigabyte-Spiele. Also das ist hier MB-Spiel. Vielleicht ein Gigabyte, ein MB-Spiel. Na gut, es sind ein paar mehr Gigabyte. Vielleicht 9. 30. 16. HMB. Content One. Ich hab übel random angeschrieben. Nice Firen Pick. Übel random. Was? Was hat hier geschrieben? Hä? Nice Firen. Also ein schönes Firenbild. Firen ist der Charakter, den ich als Profilbild habe. Ja, ja, ich check schon. Hey. Immer so übel random. Von welchem Server ist der denn? Wie bitte? Von welchem Server ist der denn? Oder hat er die einfach so random angeschrieben? Einfach random halt. Okay, lol. Lol. Hier, guck, da steht nicht genug freier Speicherplatz. Ich kann noch nicht mal mehr TOF aktualisieren. Ja, okay, jetzt. Lösch was. Jetzt, spätestens jetzt muss ich was löschen. Das ist ja. TOF, wenn ich TOF nicht spielen kann, das ist schon Untergang. Ja, immer noch nicht genug. Okay. Nee, G-Mod Hitman. Ja, gut. Und tschüss. Ja, gut, ne, das. Aber ey, komm, 62 GB in 1 Stunde 40, ganz okay. Was? Helbo, sei bitte leise, bitte. Wir wissen, dass du eine 5000er Leitung hast. Ja, Beppo, sorry, Digga, du lädst ja auch COD in 2 Sekunden runter, tut mir leid. Du bist cool und ich nicht. Ich weiß, alles gut. Aber nicht mit dir, Beppo, okay. Die War ist eigentlich ganz lustig. Maybe. Was? Was denn? Der stand ja 0,0 in der Schussbahn. Warte kurz, ich muss das mal kurz angucken, dann kann ich es auch gleich zeigen. Hä? Achso, nee, doch, der stand voll in der Schussbahn. Ja. Yeah. Geht halt darum, dass da so ein Typ etwas ungünstig in der Schussbahn stand. Da war halt okay. An der Tür ein Gegner und naja, gut. Den hat's dann zum falschen Ort, würde ich mal behaupten. Ey, Sea of Thieves hat so den Scam-God-Mode aktiviert, das ist ja krass. Wir haben einfach letztens unsere Gilde umbenannt und es wurde einfach dann nicht umbenannt. Und wir vermuten,
wir wissen es noch nicht, dass jetzt das Umbenennungsdokument, was du für 5 Euro zahlst, um die Gilde umzubenennen, einfach despawn ist, Digga. Das wäre so bitter. Naja. Okay. Wie viele Stunden habt ihr eigentlich im Torf? 400. Oder so, ich weiß es nicht. Hast du das? Hast du mich in der Freundesliste? Guck mal nach. Ob man das sehen kann, ich weiß es nicht. Du hast es deaktiviert, du Sackgesicht. Ist ja frech. Hab ich? Ja, hast du. Sicher? Ja, sonst würde es mir, sonst würde mir hier angezeigt, dass du es besitzen würdest. Kann man deaktivieren? Ja, scheinbar hast du das hinbekommen, weil du bist auch noch bei mir, glaube ich, auf Offline gestellt. Nee, ich bin nicht offline gestellt, aber ich tue die Steam nicht an. Ich öffne es gerade. Ja, Profil anzeigen. Oh, jetzt habe ich es an. Ja. Doch, finde ich doch, da kannst du es sehen. 439 Stunden. Ja, jetzt bin ich online. Umsonst war. Level 18. Hast du uns irgendwas zu sagen, Jason? Was? Ja, was damit? Die Hentai-Community, wer ist da nicht drauf? Bei mir ist halt noch so ein Button grün. Du. Ich bin da einfach just davon draufgegangen. Ich hab noch nicht einmal mit dieser Community interagiert. Ja, wollen wir mal gucken, was gibt's denn da so Gutes? Okay, ich hab jetzt eine Zeit. Original Hand alles. Ach, der hat ein Hand angezeigt? Wo, wo? Klick mal drauf. Ach, das ist Merchandise, Digga. Fick Merchandise. Geblockt. Die Seite ist geblockt. Wie geil. Oh Mann. Hat aber hier noch so. Cisco. Wie denn zu meinem Shatter? Oh, und jetzt habe ich mir Minus runtergeladen. Die Lane ist Mommy, ne? Bei wo? Wie? Ich hab gesagt, die Lane ist Mommy, ne? Ich hab nicht verstanden, was geht. Ich hab gesagt, Ilan ist Mommy, ne? Ja. Yeah. Definitiv, wenn du das im Hauptmenü so schaust, wie das schön mit den Physics da rumläuft, ja, okay. Oh, was geht bei dir eigentlich ab? Titten wackeln. Bin ich eigentlich noch auf diesem extrem weirden Server von. Ja! Oh nein. Beppo, hast du schon mal sehr verzweifelte alte Leute zusammen mit NSF gesehen? Als Kombination? Nee. Eigentlich will ich da gar nicht draufklicken. Ja, es ist schon. Es ist schon nicht Fremdscham pur, ne? Es ist schon. Hey, das ist Kenshin! Ist das frech, Digga? Die arme Linette wird abused, Digga. Ist die da unten? Da drunter. Nicht die. Bin ich. Was sehe ich? Nicht die. Bist du da? Die. Was bin ich sehend? Das war so ein Typ, der hat Toff gestreamt und wir sind ihn gejoint. Und irgendwann hat er gesagt, yo, kommt auf meinen Server. Und so, dann sind wir da drauf gegangen. Und irgendwann ist Dings da einfach hingegangen und ja. Hat das gefunden. Und das Marlin, Digga, schon frech. Das ist halt critical, ne? Die ist halt so obvious minderjährig.
der Charakter. Da weiß ich es nicht. Definitiv. Obvious minderjährig, wenn sie eine Schuluniform trägt. Alter, wie geil sieht das hier aus? Wo bin ich hier? Wo kann ich hier hin? Aber. Das ist halt anders, Critic, ne? Aber sie haben es gelöscht, glaube ich. Gab es nicht immer was Schlimmeres? Genau, das haben sie gelöscht. Es ist sehr komisch, das in der Szene gibt es sehr oft solche Fälle. Du musst dir vorstellen, ich glaube, Erik hat das angesprochen gehabt und da meinte der ja, solange es nicht öffentlich ist, ist das ja kein Problem, dass da Minderjährige sind. Ja, Hauptsache, der Typ wirbt mit diesem Server auf seinen Twitch-Kanal. Ja. Was soll ich dir sagen? Soll ich dir eine Real-Life-Story erzählen? Erzählen? Das ist eigentlich diese Critic-Bilder. Ich kenne einen Dude, der lebt quasi, der hat besser gesagt sein Leben geträumt, so wie in manchen Anime sich die Protagonisten es sich wünschen. Der Typ war Lehrer und der hatte was mit seiner Schülerin. Nope, nein. Ah, ich hab's gefunden! Jawohl! Okay. Ist der Typ noch auf freien Füßen? Ja, das Schlimmste ist, verstehe nicht, weißt du, der Dude ist richtig gut ausgebildet. Also der ist nicht nur einfach Professor, der hat auch sehr viele internationale Auszeichnungen. Der Typ verdient mindestens so um die 8000 im Monat. Und der war nicht fähig, sich eine Wohnung zu holen. Der war zusammen mit seiner Schülerin und ist bei ihrer Oma zusammen leben gegangen. Das muss neu sein. Am 2. Mai, da bin ich schon längst gefüttert, den Servern. Oh, das ist so ein minderjähriges Gesicht in der Anime-Welt. Digga, am Ende Dings, Digga, der kriegt SDK-Stürmung. Die sehen uns auf den Server und wir kriegen auch SDK-Stürmung. Ich muss mal kurz das kontrollieren. Wie viel das Strike? Nee, okay, nur ein. Okay, gut. Ja, ja, irgendwann steht die Polizei so vor der Tür. Wir müssen mal sprechen. Wegen Red, das ist schon, habe ich jetzt rausgemacht, aber ich bin in der Zeit lang wegen Red immer. Ja, wo ist eigentlich unser Server? Warum ist der nicht da? Server? Der ist hier. Da. Bin frech, der müsste eigentlich ganz oben sein. Hast du eigentlich schon deine Spiele ausgewählt? Nee, ich glaube, du müsstest automatisch in den Spielen drin sein, ne? Kannst du trotzdem noch auswählen. Das haben wir neu gemacht. Ganz oben. Kanäle und Rollen. Ganz oben. Ganz oben? Da! Zirk. Was? Sendest du und Zero kannst du dir auch mal angucken. Das wird das neue Game von HoYoverse. Was rauskommt. Ich freue mich schon drauf. Muss das dir mal richtig angucken, so auf Trailer oder so. Ich freue mich auch schon drauf, sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Natalie, der Server, Digga. Warte mal, ist der. Irgendwo war doch noch so ein Critics. Deutsche Anime. Also, es würde mich legit bei deutscher Anime-Community nicht wundern, wenn da irgendwann. Obwohl, nee, die sind ganz groß. Die dürfen sich sowas eigentlich nicht erlauben. Haben die ein NFS? Bestimmt. Und. Da. Bup.
ich muss jetzt 5 glitschige Aale fangen. 18 bis 20 Grad. Ja, zum Teil echt verstörend, zum Teil ganz in Ordnung. Wieder verstören. Das ist halt sowas, was ich mal mit verstören, Bruder. Why? Hallo? Jo. Jetzt lebe ich wieder. Bei mir war gerade ganz, ganz komisch. Ach du, das ist gerade rausgeflogen. Aber hier, guck mal, das ist das, was ich meine. Warum? Warum ein scheiß Totenkopf? Komm, ich hinterfrag's nicht. Ich überhaupt, warum du das weißt, Digga. Oder weil ich. Anime Beste, Digga. Was? Sogar sagen keine Minderjährigen. Ja, warte ab, die kommen noch. Ganz gefährlich, auf solchen Servern zu chillen, Digga. Ja. Ja, komm. Ja, komm, es wird immer schlimmer. Nee. Die Uhr sieht gefährlich aus. Ganz gefährlich. Oh, das sieht ja richtig gefährlich aus. Digga, umso höher ich scroll, Digga, umso gefährlicher wird's wirklich. Da, die könnte sogar volljährig sein. Das könnte maybe nicht volljährig sein, keine Ahnung. Reden wir nicht drüber. Nee, reden wir auf gar keinen Fall drüber. Warum ist ein Boy. Ja, komm. Das ist halt hinter. Nein, da fragt man nichts. Warum zensieren. Ich hinterfrage es einfach nicht, warum Asiaten eigentlich alles. Was sind die. Oder ist das eigentlich in Richtung zensieren? Ey, komm, Digga, es war schon wieder zu viel Diskuten hier, schnell weg. Das war mir schon wieder nicht zu viel, es geht hier ab. Nichts, du Dose. Ja. Auch nichts, auch du Dose. Oh! Zensieren? Nichts, kurz als Gedanke. Was gibt's hier? Ist ja auch so ein Anime-Server, ja gut, kannst du auch nichts. Was ist unser Server, Digga? Waves, interessant. Was haben wir denn hier noch? Jetzt ist interessant, hat Natalie auch NFS. Ich halte es nicht für unwahrscheinlich, nee, du hast das gesagt nicht. Was sehr gefährlich ist bei solchen Sachen. Oft weißt du, dass auch die Polizei solche Server betreiben. Die Polizei betreibt solche Server, wie meinst du? Das ist einfach ein Köder, um Leute zu finden. Das muss aber so ein Luxemburg-Ding sein. Also wenn da, wenn das in Deutschland. Wie meinst du jetzt? Es ist einfach, in Deutschland wird es anders gemacht. Da werden solche absichtlichen Server gesucht, die werden nicht geschlossen und da schlüsselt sich einfach die Polizei mit rein. Um nur zu prüfen, was da besprochen wird, was da geplant wird und solche Sachen. In Deutschland. Oh, what the fuck, okay. In Deutschland könnte niemals die Polizei sowas betreiben, ohne gefickt zu werden. Was würde eigentlich passieren, wenn ein Polizist auf einen anderen Polizist trifft, aber die wissen das nicht? Das ist eine gute Frage, interessant. Gut. Ich meine, die wollen den festnehmen, der ist auch Polizist. Na gut, Polizisten dürfen sich gegenseitig festnehmen, das geht. Imagine, die testen sich gegenseitig.
Na gut, ich melde mich morgen noch. Ich muss jetzt weg. Okay. Dann, ich lade mir jetzt Tomatov runter. Also, ich aktualisiere es. Und dann können wir morgen gerne Topf spielen, wenn ihr wollt. Ich lade die Gänse runter. Können wir auch spielen. Also ich und Erik, wir haben damals immer COD Warzone gesuchtet. Die sagen mal Observatory, Digga. Observatory. Observatory. Da habe ich auch noch meinen Paul Atreides Skin. Silence! Wie langweilig in Quest an den Aspel. Dann kriege ich wenigstens noch ein paar Punkte zusammengesammelt. Irgendwie Schiss, diese Mission zu beenden. Irgendwie Schiss, dass ich hier nicht mehr reinkomme. Weil das ist irgendwie unter der Map, wo du nicht hinkommst, ne? Wenn ich mich jetzt rausteleportieren würde, wie würde ich da wieder hinkommen? Ich bin mir nicht sicher, aber normalerweise spielt man die Story nach Inazuma. Danach Sumeru. Man kriegt für jede Story-Chapter eine Belohnung, einen kostenlosen Pool, und ich konnte jetzt die ganze Zeit nicht einsammeln. Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich die Mission fertig habe, kriege ich dann von jeder Story-Quest, die ich noch gemacht habe, nochmal die Belohnung. Ich hoffe mal. Lass mir locker vielleicht nochmal 5 Gratis-Pools. Ist ja der Dämonenbändiger. Ah ja, das ist die Quest. Ich weiß jetzt, welche es ist. Hier, yeah, das ist da, wo man auch später in so einem Raum ist, wo dann so die Zeit übel verrückt spielt. Richtig. Und wo man dann immer rein muss und so. Ja. Sung Lee rettet ihn, ja. Das ist eigentlich eine coole Quest. Ist ja auch eine Main-Story-Quest. Also eine Archon-Story-Quest. Ich kenne die nur leider schon. Deswegen lese ich mir nur noch grob durch, damit ich ungefähr weiß, weil ich kenne die nicht mehr komplett auswendig. Und im Prinzip kenne ich das, also hänge ich mich da gerade nicht so voll rein. Eigentlich will ich nur die komplett neue Main-Story spielen, weil die interessiert mich gerade mega. Es gab ja dann noch eine Story-Quest, wo man mit Dane's Dave auch in der Kessel war, aber ich weiß gar nicht, ob das davor oder danach war, ob ich die schon oft gemacht habe, das weiß ich nicht.
Weißt du, dass man da jemanden von Kamira getroffen hat oder so, von damals? Bebo, es ist immer noch nicht mittig, ne? Wenn du das nicht bald mittig machst, ne? Dann haben wir ein Problem. Denk dran, du musst noch zum Arzt gehen. Kollege, wenn ich zu dir kommen muss, dann musst du danach zum Arzt. Und? Danach ist dein Bild auch richtig, zumindest dein Dings, ne? Ich werde mich einfach an deinen PC ransetzen, ob du willst oder nicht. Das ist mir egal und werde es genau richtig setzen. Mit Lineal mache ich das da rein. Oh mein Gott! In der letzten Zeit brauche ich mich echt nicht zu beklagen mit meinen Pools. In der Montauer Fantasy gibt man gut an die Pools. Gensen sieht ein bisschen anders aus aktuell, aber die wollen es ja ändern, ne? Ja. Also im nächsten Update hat man schon gesehen, so die Pools ungefähr, und das sieht echt gut aus. Von Plotti hinarbeiten. Die Sache ist nur die, ich werde zuerst jetzt ihre Matrizen versuchen zusammenzubekommen, weil ich habe noch Reserve für die eine Kiste, weißt du, die 50er Kiste da zu nehmen, wo ich eine freie Matrize auswählen kann. Ja. Weil ich muss nur drei Stück bekommen, drei verschiedene, weil dann kann ich mit der Kiste die letzte. Du kannst sie dir sogar cappen, ne? Damit du die du schon hast, nicht nochmal bekommst, ne? Genau, das habe ich schon gemacht. Okay, also hast du garantiert nochmal eine weitere. Das ist aber extrem gut. So kommst du garantiert immer an zwei. Und zwei verschiedene machen ja schon mal ein Set voll, ne? Genau. Zumindest ein halbes Set halt, ne? Im Boni halt schon mal, ne? Mal, was das Set genau ist, weil ich habe ja schon eine bekommen. Also, zweiteiliges Set erhöht den Flammenangriff um 20%, während Komm ins Spiel aktiv ist, fügt jeden Zug alle Ziele auf dem Brett zusätzlichen Schaden in Höhe von 120% des Angriffs zu. Das Set, okay. Und bei vierteilig erhöht den Endschatten um 22%, wenn Dualismus ausgerüstet ist, wird der kritische Schaden um 10% erhöht, gewährt beim Kampfeintritt 9 Stapel entscheidende Aufstellung zusätzlich.
なかなかですね。信号の波形が強くなった。この方向だな。 よく調べてみましょう。 信号源が近いぞ。この先だ。
これも想定のうちです。これも想定のうちです。よく調べてみましょう。攻めるには我を顧みよ。
なかなかですね。 万物を制す。圧倒させましょう。 先生、何？
optimistisch über die halbe mitgelaufen, um so einen Mann zu finden. Waves, neun Tage. Was? Wirren Waves, neun Tage. Ja. Ich will es unbedingt jetzt testen. Dass die nicht im letzten Moment kneifen und den Termin verschieben. Na, niemals. Die haben jetzt Zeitungswerbung gemacht, das können die nicht machen. Ja gut, wenn sie auf einmal einen Fehler finden, der zu enorm wäre, dann würde sie eher es verschieben, als beim Launch so einen Fehler drin zu haben.
Ich war in der Mission sehr nützlich. Stell halt nur um. Nee, ich finde den gut, Digga, in der Mission. Er beeft die ganze Zeit mit Payment. この先から争う声が。アイダの子。きっとジークだ。ジーク。ま、すまない。じ、電波の発信源はすぐ近く。いたしましょうか。次の一手です。高エネルギー放射線を避けるんだ。アイダの子の援軍が続々と押し寄せている。ひとまずここを離れよう。シャリー、私夢を見ホール。Ich kann mir gut vorstellen, dass es jetzt der Ort ist mit dieser komischen Uhr da. Das wird ja sowas von. Ja, das ist der. Oh ne. Es ist der Ort mit dieser Uhr. Ich wusste es doch.
mochte den Teil nicht. Ja, auch nicht. War so verwirrend, aber irgendwann habe ich es geschafft. Bei mir, jetzt weiß ich, ob es funktioniert. Level 90 Yanfei kaum Schaden macht. Waffe, okay. Und mein Messer. Oh Mann. を迫るには我を顧みよ。 Thank you.
gelöscht ist. Willst du schon gehen, oder? Ja, es ist schon fast halb eins wieder. Oh, warte mal. Die Zeit vergeht viel zu schnell. ですね。